Spargel aus dem Wok. Und Maibohle. Frühlingssalat mit Spargel. Und Hähnchenbrust. Neue Kartoffeln mit Spargel. Salat aus rohem Spargel. Und schließlich Spargel mit Flunder. Also lauter pfiffige Spargel und Frühjahrsrezepte. Bringen wir gleich, bleiben Sie dran. Das sind die Flundern, zu denen ich den gebratenen Spargel servieren will. Die Flundern sind relativ klein und deswegen ganz schnell gemacht. Sie werden gepfeffert und gesalzt und dann in Mehl gewendet. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass Sie die Pfanne, die Sie dafür nehmen, schon rechtzeitig vorheizen. Also leer auf die heiße Platte stellen. Das können Sie natürlich nur mit einer nicht beschichteten Pfanne machen. Sonst erleben Sie Ihr blaues Wunder. Und jetzt kommt Öl rein und Sie sehen, es wird gleich, zerfließt es und etwas Butter. Es zieht die Schlieren, die zeigen, dass es ganz heiß ist. Und nun die ganz dünn mit Mehl überzogene Flunder reinlegen und von beiden Seiten knusprig braten. So, und das immer so ein bisschen hin und her bewegen, damit auch der Flossenkranz schön knusprig wird. So, weil so eine Flunder hat eben einfach ein etwas unegales Format. Und dazu kommt dann das Bärlauchöl. So, und jetzt kommen wir zum Spargel. Den habe ich hier schon mal in Stücke geschnitten. Und aus farblichen Gründen kommt jetzt noch ein bisschen grüner Spargel dazu. Und ich habe Pellkartoffeln von gestern habe ich geschält und längs geviertelt. Weil das kommt jetzt alles miteinander in die Pfanne. Etwas Öl hinein. Und ein Schuss und ein Stück Butter. Kriege ich mal das Messer? Ja, da kommen wir ja gerade zur rechten Zeit. Ja, hier ist ja schon was los. Will ich da mal ein bisschen rütteln. Und ich glaube, ich werde auch mal wenden. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Weil manchmal kommt man gar nicht mit zwei Händen alleine zurecht. Aber das funktioniert ganz gut. Warte, ich gebe dir noch ein bisschen Spritz. Mach du mal deinen Spargel. Ja. Zu diesen Flundern gibt es jetzt Bärlauchkraut, was zu einem Bärlauchöl gemacht wird. Da brauche ich gar nicht so viel, wie ich jetzt hier geholt habe. Habe ich auch gleich auf dem Weg schon gewaschen. Das wird nun ganz kurz klein geschnitten. Nur grob, denn es kommt ja in den Mixer. Ich gebe zuerst die Kartoffeln in die Pfanne, damit die ein bisschen Bräune nehmen. Und die werden auch gleich gewürzt, ein bisschen Pfeffer und natürlich eine Prise Salz. Wird jetzt auch gesalzen. Das ist das Einzige, was ich an Bärlauch und Olivenöl als Gewürz brauche. Die Hitze kann jetzt langsam runter. Und nun dürfen die Flundern auf mildem Feuer nachziehen. Und wenn Sie hier diese Soße machen, immer im Intervall arbeiten, dann sinken diese Stückchen wieder runter und Sie treffen sie mit dem Messer besser und sie werden besser zerkleinert. Es braucht aber kein richtiges Püree werden, sondern es können solche kleinen Stückchen mit drin bleiben. Zu den bisschen angebräunten Kartoffeln kommen jetzt zuerst die weißen Spargelstücke. Die brauchen nämlich länger als die grünen. Jedenfalls eine kleine Spur Salz hingeben und einen Hauch Pfeffer. Und? Gut durchschwenken, das geht nämlich ratzfatz. Jetzt gebe ich einen Hauch Zucker auch noch da dran. Zum Karamellisieren. Der kann karamellisieren und gibt einen wunderbaren Geschmack. Und der grüne Spargel dazu, sieht ja jetzt schon schön aus. So, und das jetzt einfach 2 bis 3 Minuten braten und dabei immer wieder wenden oder schwenken. Aber ich möchte auf das Feuer stellen. Ja, und wieder wegnehmen. So, und diese Blüten, die sind nachher die Dekoration, die man mitessen kann. Oberhalb dieser Blüte schneidet man jetzt ein und die streuen wir nachher über das Gericht. So, das geht ruckzuck. Das ist so schnell auf dem Tisch, da können Ihre Gäste staunen. Erstmal das Gemüse auf den Teller. So, ein bisschen Platz machen für die Flunder. Und du hast dieses wunderbare Öl gemacht und das verteilen wir jetzt einmal hier in einem schönen Schwung überall. Und die Blüten kommen drauf.
Es ist ja das Witzige, dass der eigentlich sanfte Spargel mit dem hochintensiven Bärlauch eine wunderbare Verbindung eingeht. Und dann gibt es einen Wein dazu, und zwar einen Silvaner aus Franken. Silvaner ist immer gut zum Spargel. Und jetzt wollte ich Ihnen noch zeigen, hier hinten in der Flosse ist die Gräte drin. Und jetzt? Das ist ein Leckerbissen. Die sind ganz knusprig, stören überhaupt nicht und schmecken mit der Haut zusammen köstlich. Das war jetzt Spargel mit Fisch, aber er schmeckt natürlich auch zu Fleisch. Deswegen jetzt ein Salat von Kaninchenrücken mit Spargel. Ich schneide ihn aber dafür nicht jetzt einfach quer in Scheibchen, das würde mir zu langweilig aussehen, sondern ich nehme sie dicke Stangen, die ich längs auf dem Gurkenhobel in ganz dünne Scheiben hoble. Das sieht doch bildschön aus und macht einfach auf dem Teller einen ganz anderen Eindruck. Und dazu gibt es Kaninchen, und zwar die ausgelösten Rückenfilets. Und jetzt werden die gewürzt mit Salz. Dann gibt hier mal Öl rein. Salz nicht, ja, Olivenöl. Dann werden sie noch gewürzt mit Zitronenschale. Die Kaninchenfilets sind ja ein bisschen neutral im Geschmack. Also die vertragen ein schönes Gewürz. So, Olivenöl, heiß. Und jetzt die ganzen Filets drin langsam rundherum anbraten. So, dass sie Farbe nehmen, aber nicht richtig durchbraten. Ich habe jetzt für den Kräutersalat nicht nur die Rauke, sondern auch noch Kresse gepflückt. Und dieses ist jetzt nichts anderes als das, was Sie immer als kleine Gartenkresse kennen, mit den Keimblättchen. Nach den Keimblättchen kommen nochmal Blättchen. Und nach diesen anderen Blättchen kommen diese Blättchen. Also eine solche kleine Kressepflanze, die eigentlich am Anfang nur zwei solche linsengroßen Blättchen hat, die ist nachher so hoch und bietet richtig viel Salat, und der schmeckt genauso gut. Und der ist sehr intensiv dann, also er ist würziger noch als diese kleinen Blättchen. Schmeckt aber ganz genauso gut herrlich wie diese kleinen Blättchen. Ja. Und für das Ganze mache ich eine Marinade und nehme dazu Zitronensaft. Den haben wir uns hier schon gepresst. Und da kommt nichts anderes dran als Pfeffer, frisch gemahlen natürlich, Salz und eine Prise Zucker. Denn gerade wenn man mit Spargel arbeitet, braucht man immer ein bisschen Zucker, um ihn abzurunden. Und dann wird das Ganze, wenn es aufgelöst ist, mit Olivenöl schaumig geschlagen. Zu einer Emulsion, die sich nicht trennen sollte. Deswegen langsam das Öl zugießen, nicht alles auf einmal. Und wenn Sie daran zweifeln, dass das gelingt, dann geben Sie einfach noch ein bisschen Senf dazu. Am besten den Dijon-Senf, dann hält die Soße garantiert. Ein kleines bisschen Senf würde, glaube ich, meinem Kaninchen auch gut tun. Ja, dann mal so. Idee. Nicht viel, einfach nur so ein Teelöffel. Reicht schon. So, jetzt sieht es nämlich genauso aus, wie ich das gerne habe. Sanft gebräunt. Und jetzt packe ich diese beiden Filets in ein Stückchen Alufolie. Und lass es da drin nachziehen und ein bisschen abkühlen. Weißt du was? Da gebe ich dir jetzt noch ein bisschen Kerbel dazu. Oh ja. Und zwar die Stiele, die ich nachher nicht brauchen kann. Wunderbar. Sehr schön. Und Zitronenschale, wunderbar. Und jetzt einpacken, bisschen Luft lassen, damit die Luft zirkulieren kann, und 20 Minuten beiseite legen. Und in der Zwischenzeit machen wir unseren Salat fertig. Ich habe hier Schnittlauch geschnitten. Der kommt in die Marinade, dann die Rauke, die habe ich nur gewaschen, die lasse ich ganz, mache die nur ein bisschen auseinander, gar nicht klein schneiden. Diese großen Blätter von der Gartenrauke, die muss ich jetzt ein bisschen behandeln, denn die haben hier schon einen starken Stiel drin, wenn sie ein bisschen älter geworden sind. Wenn sie jung sind, dann sind sie ja eigentlich so wie dieses Blatt. Und wenn sie älter werden, dann bilden die Blätter lauter solche Zacken, als ob sie aus vielen einzelnen Blättern bestehen würden. Und die zupfe ich dann ab. Und dann kommen die Presseblätter drauf, ganz oben drauf. Unmittelbar vor dem Servieren den Salat erst anmachen. Gib mir die leere Schüssel mit der Marinade. Ich wende das um. Dann kommen die Spargelscheiben da drauf. So. Und diese restliche verbliebene Marinade reicht vollkommen aus. Jetzt kommt als erstes der Spargel auf den einen Teller, auf den anderen Teller. So, ruhig so als Kranz. Und dann kommen unsere Scheibchen vom Kaninchen obendrauf. Weil ja immer noch eine schöne rote Farbe auf dem ganzen Grün fehlt, reibe ich hier ein paar
Ach, eigentlich nur ein Radieschen für zwei Personen reicht vollkommen. Nur solche Stiftchen. Und es gibt auch noch einen guten Geschmack dazu. Und als Wein empfehle ich in diesem Fall einen Muscatella. Der ist sehr würzig, trocken natürlich, muss er sein. Schön voll entwickelt, damit sein Muscatella-Aroma mit dem Spargel und dem Salat eine wunderbare Harmonie bildet. Spargel harmoniert ja sowieso mit vielem, mit Wein und mit Zutaten. Ja, deswegen kommt jetzt der absolute Klassiker. Und dann gehört zu neuen Kartoffeln natürlich auch Spargel. Das ist eine ideale Kombination, passt einfach glänzend zusammen. Ich habe den Spargel geschält, schneide jetzt diese trockenen Enden ab. Und die Schalen sind hier drin, in diesem Topf. Gut, ja, darfst ruhig zu Ende essen. Ich habe die Schalen ausgekocht mit nicht sehr viel Wasser und einem Stückchen Butter, Salz und Zucker. Und jetzt die Schalen rausheben, genau. Ein bisschen auspressen. Und dann schneide ich von meinen schön geschälten Spargelstangen das untere Viertel weg und gebe diese großen Stücke in diesen wunderbaren Sud. Jetzt lassen wir die Stücke weich kochen. Oh, jetzt hast du aber nicht ein Viertel abgeschnitten, sondern ein Drittel. Na, es ist ja, wenn wir eine schöne Soße haben, die wir zu den Kartoffeln brauchen, reicht uns das auch. Gut. Jetzt nehme ich ein großes Stückchen Alufolie. Sie können ruhig extra starke Alufolie nehmen und geben auf die Mitte Butterstückchen. Da darf man ruhig großzügig sein. So, einfach verteilen. Mal mit auch mal ein bisschen Pfeffer hier bitte drauf. Dann kommt auch Salz drauf. Und ein bisschen Zucker natürlich auch. Der Spargel braucht immer so einen kleinen Ausgleich. Dann betten wir die Spargelstangen hier drauf. Schauen, dass sie machen wir doch einfach so, dass sie nebeneinander liegen. Wenn sie so sehr übereinander liegen, dann brauchen sie nicht so lange zum Garen. Und jetzt noch mal Butter bitte oben drauf. Jawohl. Und noch mal Salz und Pfeffer drauf. Sie können auch ein bisschen Muskat drauf tun. Ach nee. Nein? Dann würde ich sagen, dann nehmen wir lieber ein bisschen Estragon. Frischen Estragon. Okay, ich lasse ja mit mir reden. Und wie ist es? Ein bisschen Flüssigkeit brauchen wir, glaube ich, auch. Unbedingt. Aber erst, wenn wir jetzt diese Folie hier hochgenommen haben. Diese Flüssigkeit ist nötig, weil sonst der Spargel, weil der Spargel nämlich sonst oben austrocknet. So, jetzt machen wir dieses Paket hier zu. An den Seiten schön festkniffen. So, damit die Luft zirkulieren kann, also einen Luftraum lassen. Und dann kommt es in das Backrohr, und zwar relativ heiß, bei 200 Grad Heißluft bzw. 220 Grad Ober- und Unterhitze. Und es braucht eine halbe Stunde etwa, und wenn es dicke Spargel sind, sogar ruhig 40 Minuten. So, und jetzt wird die Soße gemixt aus den Spargelabschnitten, die wir gekocht haben, zu unseren weißen Spargeln. Diese Abschnitte sind jetzt ganz weich, kommen hier in einen Mixbecher und werden dann zu einem Püree gemixt. Die Kräuter kommen gleich dazu. Ich nehme jetzt nur Rauke und jetzt brauche ich ein bisschen Butter. Gerade so einen kleinen Stich. Nein, darf ruhig ein bisschen größerer Stich schon sein. Ja, jetzt warte mal, das kommt dann nachher dazu. Jetzt muss er erstmal pürieren. Ah, da sieht man schon, dass das eine wunderbare Soße wird. Und jetzt kommt natürlich noch mehr Butter dazu. Und Zitronensaft. Vorsicht, du musst mir Platz machen. Das sieht ja nicht toll aus. Das richten wir jetzt auf einer schönen Platte an. Hier haben auch gleich die Kartoffeln noch Platz daneben. Und jetzt gebe ich ein ganz kleines bisschen von der Soße über den Spargel. Und dann kommen die heißen, dampfenden Kartoffeln noch dazu. Und den Rest der Soße, den servieren wir dann in einer hübschen Sauciere getrennt dazu. So. Darf ich dir die so geben? Also wenn das nicht ein tolles Essen ist, also ich würde sagen, da vermisst man nicht mal das sonst so übliche Schnitzel oder Schinken oder sonst irgendwas. Aber das können Sie natürlich getrost dazu servieren, wenn Sie mögen. Und dazu gibt es einen Silvaner, der kann aus Rheinhessen kommen oder, wie in unserem Fall, aus Franken. Ja.
Bei unserem nächsten Rezept kommen endlich wieder meine geliebten asiatischen Gewürze ins Spiel, denn auch die passen wunderbar zum Spargel. Und zwar in einem asiatischen frühlingsfrischen Salat, auf dem wir Hühnerbrust anrichten. In Scheiben geschnitten, aber vorher wird sie mariniert. Und zwar mit einer indischen Gewürzmischung. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Das sind Zwiebeln, Kreuzkümmel, Boxhornkleesaat, Linsen, Senfsaat, Knoblauch, Kurkuma und Curryblätter. Lies mal vor, wie sie heißt. Vaduvan. Und ich sage Ihnen, das riecht, das duftet, das gibt's eigentlich überhaupt gar nicht. Und da streue ich jetzt mal eine ordentliche Menge davon hier drüber. Dann kommt ein Olivenöl dazu. Und, das ist ganz wichtig, Zitronenschale und Zitronensaft. Und das Ganze wird nun in die Hühnerbrust schön einmassiert. Kein Salz, das kommt erst später dran beim Braten. Und das darf jetzt hier so lange schön marinieren, bei Zimmertemperatur, bis wir die anderen Zutaten vorbereitet haben. Was man auch vorbereiten sollte, das sind die scharfen Cashewnüsse. Sie brauchen dafür unbehandelte Cashewnüsse. Und nehmen mindestens so eine Tüte von 250 Gramm. Sie brauchen keine Angst haben, da bleibt Ihnen nicht viel übrig. Die halten nicht. Beim nächsten Mal machen Sie wahrscheinlich gleich doppelt so viel. Und zwar brauchen Sie außerdem einen guten Teelöffel Thai-Curry-Paste aus dem Asienladen und Honig, einen guten Esslöffel. Gut ist, wenn er flüssig ist, denn der soll sich nämlich jetzt mit der Curry-Paste verbindend um die Nüsse legen. Schön vermischen, sodass es alles sich wie ein Film um jede einzelne Nuss legt. Und wenn Sie das Gefühl haben, es ist wirklich jede Nuss wunderbar davon überzogen, dann verteilen Sie das einfach auf einem mit Backpapier belegten Blech. Schön vereinzeln, dass die Nüsse auch rundherum von der Hitze im Backofen erreicht werden. Und dann schieben Sie das Blech in den Backofen. 130 Grad Heißluft oder 150 Grad Ober- und Unterhitze und dann brauchen Sie ungefähr 25 Minuten. Und jetzt muss ich mich um die Kartoffeln kümmern, die wir zu dem Salat oder in dem Salat servieren. Und die werden auf eine ganz besondere Weise hergestellt und sind auch heiß. Und zwar kommt jetzt als erstes Olivenöl in den Topf. So ein, zwei Esslöffel, gar nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt brauche ich die Kartoffeln. Martina? Ja, die habe ich gründlich geschubbt, richtig mit der Bürste, weil die Schale bleibt dran. So, und die werden jetzt in dem Öl angeröstet. Und dann, schon beim Anbraten, brauchst du grobes Salz dazu. Ja, ein grobes ist noch besser als ein anderes. So, nicht zu wenig. Wenn sie so schön angebraten sind, wird die Temperatur runtergestellt. Dann kommt ein kleiner Schuss Wasser dran und sofort der Deckel drauf. Da ist was los in der Pfanne. Ja. Und jetzt ist es ganz runtergestellt. Es verdampft jetzt das meiste Wasser. Und nur in einem kleinen bisschen übrig gebliebenem Wasser garen die Kartoffeln in 15 bis 20 Minuten fertig. Dann kann ich ja in der Zwischenzeit bereits die Gemüse herrichten. Ich habe Manchetou, das sind Erbsenschoten, die man mitsamt ihrer Schale essen kann. Und ich schäle den grünen Spargel und natürlich auch einen weißen Spargel. Jetzt, wo die Spargelzeit beginnt, gehört natürlich Spargel in jeden Salat. Gehört jeden Tag auf den Tisch, das muss man nutzen, die Zeit. Die geputzten Erbsenschoten nimmt man immer gleich so eine kleine Handvoll und schneidet sie schräg in 3-4 Stücke. Und zwischendurch können wir auch mal die Hühnerbrust wenden. Dann brauchen wir Frühlingszwiebeln und jetzt wird in feine Streifen geschnitten, auch schräg. Dann hat es alles so ein bisschen eine gleiche Form. Außerdem habe ich hier geschnitten Ingwer, eine Chilischote und 3 Knoblauchzehen. So, jetzt hat das Fleisch schön sich mit diesen Gewürzen vollgesogen und ich kann das jetzt anbraten. Nehme aber noch ein ganz kleines bisschen Öl, das reicht mir nicht, was dort drin ist, kommt hier in die heiße Pfanne. Und jetzt kommt das Fleisch mitsamt den Gewürzen rein. Das brät nun, obwohl heißes Öl drin ist, ein wenig an. Löst sich aber auch gleich wieder. Und wenn sich's löst, dann kann ich's umdrehen. Kann ich meine Nüsse rausholen? Die sind jetzt okay. Wunderbar. Aber so heiß kann man sie nicht essen. Nicht nur, weil sie heiß sind, sondern den Geschmack entwickeln sie erst, wenn sie abgekühlt sind. Also einfach das Blech aus dem Ofen nehmen und beiseite stellen. Die sind ja schnell abgekühlt. Und wir brauchen jetzt den Ofen auf 90 Grad. Wunderbar. Lassen ihn im Moment noch offen, damit er die Hitze verlieren kann. Und das duftet jetzt natürlich noch mal viel intensiver mit diesen ganzen Gewürzen. Ist einfach toll.
Hier gibt es auch auf der anderen Seite noch mal eine schöne Farbe nehmen lassen. Und dann stellen wir es einfach in den inzwischen auf 90 Grad abgekühlten Backofen. Mindestens 10 Minuten. Jetzt kommt Folie drüber und dann kommt das Ganze in den Ofen. Während das Fleisch jetzt im Ofen langsam gar zieht, habe ich jede Zeit eine schöne Marinade zu machen. Und die soll ganz frisch sein, deswegen viel Zitronensaft, 2 Esslöffel ungefähr. Dann kommt dran ein Senf, und zwar nehme ich am liebsten den Dijon-Senf, der bindet nämlich am allerbesten. Und eine Prise Salz. Und das wird jetzt miteinander verrührt, bis sich alles schön aufgelöst hat und eine einzige Flüssigkeit ist. Und dann wird nach und nach Öl daran gegossen. Und erstmal einen kleinen Spritzer Fischsoße. Ja, das ist gibt eine tolle so einen, Idee. Ja, das ist für mich immer die Feuerwehr zum Schluss. Denn das hebt nochmal den Geschmack. Das Aber dann brauche ich auch ein bisschen Zucker. Weil überall da, wo Fischsoße im Spiel ist, da gehört diese Zuckerprise zum Ausgleich dazu. Und das ist unglaublich, so eine Fischsoße, die riecht alleine ja nicht so sehr einladend. Klar. Aber wenn sie an einem Gericht ist, dann gibt es eine unglaubliche Fülle. Ja. Ja. Dann könnten wir schauen, was unsere Hühnerbrust macht. Ob sie richtig durchgezogen ist, das kann man feststellen, wenn sie so Widerstand bietet. Dann ist eigentlich alles wunderbar, denn sie soll ja innen noch saftig sein. Die lassen wir jetzt ruhig noch ein bisschen, ja, es ist heiß, entspannen. Aber ich kann jetzt schon mich mit dem Gemüse beschäftigen, was im Wok gegart wird. Ich gebe ein bisschen Öl rein, ganz wenig, da reicht. Wir wollten Olivenöl nehmen, nicht nur das Asiatische, ein bisschen mischen. Und geben als erstes Ingwer, Knoblauch, Chili. Zwar ein großer Esslöffel Ingwer, ein flacher Esslöffel Knoblauch, Chili nach Geschmack und das ein bisschen anrösten. Dann kommen die Erbsenschoten rein. Und die, gib mir das gleich mal dazu. Mhm. Und die Spargelstücke sofort salzen. Dann kommt auch hier ein Schüsschen von der Fischsoße dazu. Das war jetzt nicht mal ein Teelöffel. So, und ein Schüsschen Brühe. Und hast du noch einen Tropfen Zitronensaft drin? Aber natürlich. Und diesen Zitronensaft ganz zum Schluss, weil der darf jetzt nicht mehr lange wirken, weil er mir sonst die Farbe zerstört. Zitronensäure macht das schöne Chlorophyll dann zunichte. Aber jetzt ist schon alles fertig. Aha, du bist beim Aufschneiden. Dann kann ich ja schon mal die Platte vorbereiten. Das wird jetzt entweder auf Tellern angerichtet oder sie machen eine ganze Platte. So, jetzt brauche ich auch meine Kartoffeln. Die Kartoffeln würde ich jetzt ja halbieren, ja, damit man das schöne Innere sieht. Die sind hier jetzt ganz knalleheiß. Pass auf, jetzt wird es hier drauf verteilt. Muss ich mir einen Löffel holen. Und jetzt haben wir in der Pfanne ja noch diesen wunderbaren Bratensatz. Und den lösen wir mit einem Löffel von der Marinade auf. Schön vermischen. Über die Salatzutaten die Marinade pur. Und über das Hühnerfleisch kommt dann die Marinade aus der Pfanne. Und einmal einen Faden von Soße über allem verteilen. Und ganz zum Schluss kommen natürlich noch Cashewkerne oben drüber. So, einfach hier so ein paar verteilen und den Rest einfach in ein Schüsselchen dazu. Ein bisschen mehr müssen wir jetzt drauf tun. Keine Angst, die werden schon alle. Mmh. Ja, sie schmecken einfach sensationell. Und die Kerne passen auch wunderbar zum Aperitif, zum Beispiel zur Maibowle. Also ausnahmsweise eine Maibowle zum Essen und nicht in einer wunderbaren lauen Maiennacht. Wenn es lau ist, dann wird die Bowle schnell warm und das ist tödlich für eine Bowle. Deswegen braucht man eine Bowlenkanne. Mit Eiseinsatz, ja. Und so eine finden Sie am ehesten noch auf dem Flohmarkt, also Augen auf. Naja, wenn man Glück hat. Ja, klar. Wichtig ist, dass der Wein leicht ist und Aroma auch gut vertragen kann. Deswegen nehme ich einen Saarriesling. Denn das Aroma kommt ja vor allem aus dem Waldmeister, den ich vorher gepflückt habe, der hier mit den vielen Blüten, der ist natürlich etwas strenger. Ich bin dann nachher noch in den Wald gegangen, wo er noch nicht ganz so weit ist. Da sind die Blätter zarter. Immer wichtig, den Waldmeister etwas anwelken lassen, dann gibt er sein Aroma leichter ab. Und wenn Sie mal gelesen haben, dass Waldmeister ungesund sein soll und Kopfschmerzen verursacht und Lähmungserscheinungen, weil er Kumarin enthält, dann ist das ein Quatsch, weil so viel
wollen wir ja nicht von dem Waldmeister reingeben. Außerdem ist es wahrscheinlich eher der nicht so gute Wein gewesen, der für das Kopfweh gesorgt hat, als das bisschen Kumarin. Jetzt gieße ich den Wein langsam über dieses Gebilde aus Zitronenschale und Waldmeister. Und dabei kann er sich mit dem Duft imprägnieren. Den Waldmeister habe ich so gebunden, dass ich den hier über die Schnauze hängen kann mit dem Bändel. Dann hängt er drin. Und jetzt gieße ich noch ein bisschen Sekt auf. Und auch da halte ich mich gerne an Saar oder Mosel. Man kann natürlich auch Rheingau nehmen, das wird dann ein bisschen voller. Und unbedingt muss es aber ein Riesling sein, denn nur ein Riesling hat diese schöne frische Fruchtigkeit. Und so wird die Bowle jetzt noch mal etwas spritziger. Und dann gebe ich den Eiswürfelbehälter hinein. Das kann jetzt ziehen. Manche Leute behaupten, eine Minute reicht schon, um dieses zarte Aroma zu entfalten. Jetzt wollen wir mal sehen. Ich gieße gleich mal was in ein Glas ein. Das glaube ich nicht so schnell, ja, Zeig. Pass auf. Das will ich Versuch's. Probieren. Danke. Und ich nehme nämlich deswegen das Sträußchen auch gleich schon wieder raus. Tatsächlich. 1 bis 2 Minuten reichen ja. Im Allgemeinen vollkommen, um ein intensives Waldmeister-Aroma zu geben. Ja, das schmeckt köstlich. Wunderbar. Und kein Zucker reintun. Ja, nicht. Ja, es gibt ja Menschen, die schmeißen Zucker in eine Bowle. Das ist wirklich überflüssig wie noch was. Jetzt feuere ich dir mal den Wok an. Ja, mach mal meinen Wok an. Den Wok immer leer erhitzen. Und dann kommt ein kleiner Schuss Öl rein, neutrales Öl. Und ein Schuss chinesisches Sesamöl, das diesen typischen Geschmack gibt. Und jetzt, pass auf, jetzt raucht das hier. Ich halte dir das mal, dann kannst du das reintun, was du reintun willst. Sag mal, was ist das denn? Das ist der Maibock. Ja, toll. Weil das ist genau das, was man jetzt um diese Jahreszeit als besondere Delikatesse bekommt. Der Maibock ist ja deswegen so gut, weil nach der langen Schonzeit, wo er für die Fortpflanzung sorgen musste, hat er sich jetzt im Frühjahr mit frischen Gräsern voll gefressen und schmeckt saftig und würzig. Jetzt komm rein. Junge Zwiebel in Spalten geschnitten, Ingwer, Knoblauch, Chili, grüner Pfeffer und Erbsen. Wenn das angebraten ist, mit einer Prise Zucker und einem kleinen bisschen Salz gewürzt, erst dann kommt der Spargel dazu. Den habe ich in Stücke geschnitten. Dann ist er schneller gar. Ja, auch jetzt noch mal eine kleine Prise Zucker, also immer nur ganz wenig von dem Salz. Und auch wenig von dem Zucker nehmen, sodass jede Gemüseportion ihre neue Würze bekommt. Denn das Salz stabilisiert die Farbe und die Vitamine und der Zucker hebt den Geschmack. Jetzt gibt es einen kleinen Schuss Sojasauce, einen kleinen Schuss Wein. Ja, mit dem Weißwein kriegen wir die Verbindung zu unserer Bowle. Und ein Schüsschen Brühe. Und das war's dann schon? Das war's dann schon. Pfeffern wir mal noch einmal rein. Da ist doch grünen Pfeffer drin. Und fertig ist die Lauch. Das war's. Anderthalb Minuten. Wenn das nicht das passende Essen für eine laue Mainnacht auf der Terrasse ist, mit einem Gläschen Maibowle. Und? Und der Maibock. Ja, also ein zarteres Vergnügen kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wunderbar. Das ist der richtige Frühlingsabend. Ganz hervorragend. Ja, das war's dann schon mal wieder. Bis dann also. Tschüss. Tschüss.